Hallo, heute möchte ich euch gern wieder eine Geschichte erzählen aus meinem Buch Herr Balaban, 2x222 Geschichten vom letzten Nachkommen des Nasreddin Hodja und, nicht zu vergessen, seiner Tochter Zelda. Ein Freund des Herrn Balaban sagte einmal traurig: Ach, weißt du, ich bin einfach ein ausgemachter Esel. Nun, sagte Herr Balaban, wenn du es selber weißt, dass du ein Esel bist, dann bist du ja gar nicht so ein Esel. Ja, aber alle sagen doch, dass ich ein Esel bin. Tja, sagte Herr Balaban, wenn du es nur weißt, weil es alle sagen, dann bist du ein Esel.